Boom, Leute, mein Name ist Simon Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, wie ihr seht, heute wieder mal in Thailand am Start, denn wir dachten uns, wir drehen auf jeden Fall eine zweite Folge, weil allein mit der Kulisse, mit der Jury, mit allem zusammen, Bro, das muss man einfach für eine weitere Folge ausnutzen. Und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt, was sich sehr, sehr viele von euch gewünscht haben, nämlich erkenne den Veganer. Finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Es gibt ja immer hitzige Diskussionen bei dem Ganzen, aber am Ende des Tages finde ich die Bewegung an sich schon sehr stark. Ich finde es einfach mal gut, dass man auf die Thematik aufmerksam macht, weil Veganismus an sich, die Bewegung finde ich gut. Ich finde den Umgangston, insbesondere von gewissen Persönlichkeiten, die man ja so kennt, wo ich jetzt nicht unbedingt Namen erwähnen möchte, nicht so toll. Aber am Ende des Tages denke ich, dass wir mit dem heutigen Thema da auch ein bisschen Aufklärung leisten können. Und gleichzeitig ja, muss aber jeder für sich am Ende des Tages selbst entscheiden, was er am liebsten essen möchte und was er auch mit seinem Gewissen am ehesten vereinbaren kann. Ja, ich finde es ein sehr spannendes Thema. Ansonsten, vielen, vielen Dank für euren Support. Und ich würde sagen, wir schauen auch gar nicht ums Rum, sondern bitten unsere Special Guest einmal bitte rein! Wow! Wow! Oh mein Gott! Ahmed, look, bro! Los, bro! Oh mein Gott! Hey, Team! Ryan Hayashi! Sammy Delari! Was geht, bro? Einmal umdrehen, umdrehen, umdrehen! Ja, ich hab's geschafft, 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 geschafft! Ich bin beinahe hin auf seinen Nacken! Was ist los? Hast du Geburt? Nein! Wer hat Geburt gerade? Seltig! Ey, Leon! Das war ich schon wieder, Bro! Das war ich schon! Ey, Jungs, wie geht's euch? Geht's euch gut? Bruder, bestens, Alter. Wie kann's einen in Thailand gehen, Digga? Ich bin sogar schon traurig, dass die Reise bald endet. Ja? Ich schwör's dir, Digga. Ein dickes Danke an Nahim, dass er das geklärt genau. hat. Genau, Digga, er hat Nahim, alle Flüge bezahlt. Alle ganze Flüge bezahlt. Wenn ihr nicht dafür ein Abo auf dem Kanal lässt, was umsonst für euch ist, Digga, weiß ich auch nicht, Digga, ja. Ich küsse eure Augen. Ich küsse eure Herzen, Jungs. Ich küsse eure Knie, Leute. Ey, was drehen wir jetzt, Nahim? Wir drehen heute Erkenne den Veganer. Boah, buh, krass, interessantes Thema. Buh, interessantes Thema. Ja. Ey, das haben richtig viele vorgeschlagen, weißt du? Echt? Ja, ja. Heftig, ja. Ist ja auch gerade so in Diskussion, ne? Es geht ja immer mehr, wird ja immer mehr drüber geredet und so. Was ist eure Meinung? Also die Bewegung finde ich gut an sich so. Ja. Nur ich finde, jeder sollte trotzdem für sich selbst entscheiden können, was er isst und was 100%, nicht. 100%, ja. Und ich ja. finde, es gibt gewisse Persönlichkeiten, die da einfach viel zu radikal rangehen. Ja. Aber ich Wenn muss das, eine Sache sagen, ich finde, der Fleischkonsum, der ist zu krass. Ja, man ich muss auch. Den runterschrauben. Ja. So einmal die Woche wäre optimal, Bruder. Ja. So für die gesunde Ernährung, ja? Cholesterinwerte, bla bla, dies, das. Ich esse auch zu viel, gebe ich ehrlich jeden zu. Tag leider. Nicht nur deswegen und über Massentierhaltung brauchen wir, glaube ich, gar nicht ja, reden. Nee, nee. Absolut Katastrophe. Vielleicht ändert sich das ja nach der Folge. Hoffentlich, mal gucken, ja. Ja, ich meine, das hat auch einen Impact. Safe. Das hat einen Impact. Weißt du, deswegen. Fleisch! Ich bin auch gespannt, ob wir unter den Teilnehmern vielleicht sogar jemanden Militantes dabei haben. Und nicht, dass wir jetzt angeschrien werden oder so, weil wir Fleisch essen. Das wäre hart, Digga. Das wäre Horrorszenario, wirklich. Weil so Veganismus, alles okay, alles easy und jeder soll so seine Meinung vertreten und ich finde das auch voll gut. Aber wenn jemand sehr genauso militant ist, weißt du, und es so einen reindrückt, als wäre man ein richtig schlechter Mensch. Eigentlich für einen Veganer ist das die perfekte Bühne, so, weißt du? Das die können ihre Message-Ding und in zwei, drei Monaten machen die auch Pornos und so. Nein, Ja, Jungs, vielen Dank, dass ihr heute am Start seid. Danke für die Einladung. Ist mir eine Ehre, Jungs. Okay, ich freue mich auf die Kandidaten, ja? Ich mich auch. Wollen wir anfangen, oder was? Gerne, Bruder. Ich freue mich drauf. Ich bin hyped! Ja! KFC! 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 Was sagt ihr? Erster Eindruck? Boah, Digga, Monster dabei, ja? Ihr seht stark aus, ne? Zwei Maschinen sind auf jeden Fall da. Hallo, Hulk, wie geht's, Cousin? Also, ich tippe auf die zwei sehr muskulöse Typen nicht. Wieso? Ich habe davon gehört, so Muskelpaketen, die vegan sich ernähren, aber ich habe gehört, das ist sehr schwierig. Ja, aber es geht auf jeden Fall. Am Ende des Tages geht es ja darum, deine Proteine zu decken und die kannst du ja auch vegan decken. Okay, dann bin ich sehr gespannt. Dann kann sich die erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte.
Hi, ich bin Evelyn, ich bin 28 Jahre alt, bin Mama von 3 Kindern und ich bin ungefähr seit 5 Jahren vegan. Ja. Wie vegan bist du? Ja, sehr vegan. Also ich esse keine Fleischprodukte, keine Milchprodukte, also wirklich alles, was vom Tier stammt. Aber ich bin echt so ein bisschen in der Schiene unterwegs, dass ich sage, jeder soll das machen, was ihn glücklich macht. Also ich bin jetzt nicht so anti, ey, du musst dich vegan ernähren oder vegetarisch. Jeder soll machen, was ihn glücklich macht. Das ist super. Also siehst du Fleischesser nicht als Mörder an? Nee, ich selber mach's nicht, aber ich sag ja, jeder muss es für sich selber entscheiden. Wenn die cool damit sind, dann sind sie cool damit. Was sind deine Beweggründe gewesen, vegan zu werden? Also es hat tatsächlich bei mir schon relativ früh angefangen, weil ich Fleisch einfach noch nie wirklich lecker fand. Also ich habe es einfach nicht gegessen, schmeckt mir nicht. Und es hat sich so ein bisschen dazu entwickelt. Ich bin christlich, das heißt, es sind ethische und religiöse Gründe einfach auch mit dabei, dass ich das einfach nicht vertreten kann. Also warum sollte ein Tier weniger wert sein als ich? Warum sollte ein Tier für mich getötet werden? Aus christlicher Perspektive kannst du das nicht vertreten, ein Tier zu essen? Nee, es ist einfach, ich finde, ein Lebewesen oder ein Tier ist ein Lebewesen. Es hat ja genau dieselben Werte wie ich auch. Warum sollte ein Tier dafür sterben, dass ich es essen darf? Ist es im Christentum untersagt, Tiere zu essen? Nee, ist es tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich, glaube ich, so einfach mein Inneres. Wie ernährst du deine Kinder? Tatsächlich, ich versuche darauf zu achten, dass sie kein Fleisch essen. Vegan sind sie nicht. Aber wenn meine Kinder sagen, sie wollen Fleisch essen, dann dürfen sie es auch essen. Ich sage ja jedem, ja, das Seine lassen, aber ich versuche schon darauf zu achten, ja. Okay. Mhm, okay. Ja, da war wieder paar Tatsächliche waren dabei. Paar Tatsächliche. Der Fuchs. Ja. Was heißt paar Tatsächliche? Ja, also wir haben so die Erfahrung gemacht, wenn Leute oft tatsächlich sagen. Ah. Das ist mein Lieblingswort. Sag ich ja? Gerne oft, ja. Tatsächlich sage ich das sehr, sehr oft. Also lügst du gerne? Nee, ich lüge gar nicht, nie. Okay. Würde man mir sofort anmerken. Dafür bin ich, glaube ich, einfach zu lieb. Okay, dann dank dir. Dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter. Hi, ich bin Dani, bin Musikerin und seit knapp 6 Jahren vegan. Was machst du für Musik? Ich bin Elektrogeigerin. Elektrogeiger? Mhm. Boah, Digga, Elektro. Ich muss aber sagen, rein vom Optischen würde ich ihr das jetzt vom ersten Eindruck am meisten zutrauen. Warum? Was? Weil sie sieht aus wie so eine Frau, die so sehr, sehr eigenwillig ist und sehr, sehr stark so irgendwie. Ja. Von ihrer Ausstrahlung. Und die andere Frau nicht, oder was? Doch, aber bei ihr ist das so ein Extrem einfach. Okay. Interessant. Digga, wie soll man denn ansehen, ob jemand Veganer ist? Ja, deswegen fragen. Das ist voll schwer. Du hast nach Instrument gefragt, Bruder. Ja, man will so ein bisschen ins Gespräch kommen. Warum bist du vegan? In erster Linie aus gesundheitlichen Gründen, aus ethischen und ökologischen Gründen auch, was natürlich heute ein großer Beweggrund ist. Wenn man bedenkt, dass wir sind 9 Milliarden Menschen, glaube ich, auf der Welt und 70 Milliarden Nutztiere, die gefüttert werden müssen, wofür Tropenhölzer abgerodet werden, um Soja anzubauen und Mais, um die Tiere durchzufüttern. Ich finde, das spielt das schon eine Rolle, darüber nachzudenken, ob man ein Tier isst oder nicht. Und gesundheitlichen Gründen natürlich. Ist dein Körper jetzt anders, seitdem du Veganerin bist? Nee, ich war immer schon bewusst essend und sportlich, also, aber durchaus. Also ich glaube, man hat mehr Potenzial, mehr Kraft, mehr Energie, definitiv. Kannst du Veganer erkennen, wenn du die siehst? Nee, es gibt ganz verschiedene. Es gibt Veganer, die essen den ganzen Tag Pommes, was auch nicht gesund ist, aber es ist halt vegan. Es gibt veganes Eis, wo viel Zucker drin ist. Es gibt viele vegane Produkte, die fettig sind, wo Zucker drin ist, die nicht gesund sind. Auch was ist dein Go-To-Frühstück? Ich frühstücke morgens nicht. Okay, aber so zum Mittag. Ja, ja. Ich liebe gerade hier Curries, Dals, also viele Hülsenfrüchte, viel Gemüse, Reis vor allem, Kartoffeln, alles was ohne Tier ist. Okay, dann danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter. Mein Name ist Guran, ich bin 28 Jahre alt, Fitnesscoach und Daytrader. Okay, bist du ein Nerdy? Nein. Was heißt Nerdy? Ja, aber Naturales. Ah. Sind denn Steroide natural? Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht so genau. Aber um die Frage direkt mal weiter fortzuführen. Ich bin nicht der Typ, der eine Sache zu extrem nimmt, weil ich finde, man sollte sich auch nicht zu viel Lebensqualität und zu sehr einschränken in irgendwelchen Sachen. Warum ich vegan bin, ist eigentlich leicht zu beantworten, hauptsächlich um das Wohl der Tiere. Aber du weißt nicht, ob die Steroide vegan sind? Nein, damit, also so extrem gehe ich nicht. Ich würde auch niemals so extrem gehen und jemanden wirklich dazu auffordern, vegan zu werden oder ihm eine Meinung einzureden. Das ist nicht die Art, die ich es machen sollte. Was ich mache, ich lebe meinen Lifestyle vor. Ich zeige, dass es anders geht. Ist es schwierig? Die Frage ist, für wen ist es schwer? Was sind deine Beweggründe? Und wenn deine Beweggründe stark genug sind, dann ist es nicht schwierig, meiner Meinung nach. Okay. Wie viel Putenbrust isst du am Tag?
Keine natürlich. Boah, der hat überlegt. Der hat ehrlich kurz überlegt. Sein Auge war eine rechte Gehirnhälfte, ich habe gesehen. Psychologisch sehr gut drauf geachtet, aber tatsächlich ist es gar nicht nötig. Du hast vorhin kurz angedeutet gehabt, heutzutage, vor allem in Deutschland und in Europa, hast du extrem viele Ausweichmöglichkeiten, wo du eben kein Fleisch brauchst. Du hast veganes Protein, du hast Proteinriegel, du hast Sojaschnitzel, du hast Tofu. Du hast so viele Möglichkeiten. Jeder, der behauptet, dass es zu schwer ist, belügt sich selber oder sucht einfach eine Ausrede, weil er keinen Bock hat. So sieht's aus. Wie ernährst du dich? Meine Ernährung ist sehr umfangreich. Ich betreibe den Fitnesssport sehr professionell. Je nachdem, ob ich im Aufbau oder in der Diätphase bin, esse ich mehr oder weniger. Das heißt, du müsstest deine Frage etwas genauer stellen. Wie esse ich im Aufbau oder wie esse ich in der Diät? Aufbau. Im Aufbau tatsächlich fast gleich wie in der Diät, bloß die Menge ist viel, viel größer. Ich schaue einfach, dass ich genug Proteine habe, nehme ungefähr mein Körpergewicht mal 2. Den Rest fülle ich logischerweise mit Kohlenhydraten und noch ein paar gesunde Fette auf. Aber ja, also ich muss bestimmt so 4000 bis 4500 Kalorien im Aufbau zu mir nehmen. Das ist eine große Menge, aber ja. Wenn man 6-mal am Tag isst, geht das. Als ich damals trainiert habe und ich am Anfang auch so aussah wie er. Oder der ist cool, aber an der Frage von Celtics ist er gescheitert, Bruder. Ja, safe. Ich finde, er war auch nicht so überzeugend. Ne? Kein Angriff an dich. Aber ich finde, er ist bestimmt so Fitness sehr, sehr krass drin. Das und sowieso. Man muss Respekt sein, ne, dass er so ehrlich war und direkt am Anfang meinte, dass er nicht naturell ist. Dafür kriegt er ehrlich Respekt. Aber so vegan schwer. Vor allem, weil er meinte, ich mache das nicht so extrem. Ja, vor allem, es ging ihm um Tierwohl. Und wenn er dann nicht weiß, was, ob Steroide natural sind oder nicht, dann macht es ja. Ja, genau. Also, schau mal, nochmal. Ich will euch hier nicht überzeugen. Ich liebe meinen Lifestyle. Im Endeffekt entscheidet ihr für euch selber, ob ich lüge oder vielleicht nicht. Steroide nehme ich aus dem Grund, weil ich meinen Sport sehr professionell mache. Und das brauche ich, auch um da mitzuspielen, wo ich mitspiele. Und wenn man so kleinlich ist, wie ihr es gerade behauptet, dann müsste ich ja in meinem Leben auf jeden Scheiß achten. Was auch natürlich damit bedeutet, ich würde mir extrem viel Lebensqualität wegnehmen. Es gibt aber welche, die machen das. Ich weiß. Aber so überzeugt von ihrer Vision oder richtig, Mission? Richtig, das sind die Extremisten. Aber es ist doch nicht kleinlich. Es ist ja, doch, also doch. Wenn du vegan lebst und du sagst, du machst es zum Tierwohl. Hast du schon mal irgendwo gehört, dass Stoff einem Tier schadet? Nee, ich nehme keinen Stoff. Ja, aber hast du schon mal gehört? Nee. Zurück zu deiner Ernährung. Was sind deine Proteinquellen? Also, es gibt viele Proteinquellen. Zum einen nehme ich sehr, sehr viel veganes Protein. Du kannst vegane Riegel nehmen, kannst Soja, Tofu, Kichererbsen, Linsen. Selbst in den Produkten, wo viele Fette drin sind, wie Hummus, Nüsse, Hülsenfrüchte, auch in den Kohlenhydraten, auch da ist das drin. Und Trick 17 für euch, falls ihr es doch entscheidet, vegan zu werden. Ihr müsst einfach zu jeder Mahlzeit einen veganen Shake nehmen und ihr kommt ganz easy auf euren Proteinbedarf. Was ist das glaube ich ihm ja auch. Also es ist nicht schwer, vegan die Eiweiße zu decken. Easy. Das ist voll easy. Aber ich glaube ihm trotzdem nicht, dass er vegan ist. Was bist du für ein Landsmann? Kurde. Okay, dann habt ihr noch Fragen erstmal? Ich habe noch eine Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen pflanzlichen und tierischen Proteinen? So im Fitness-Ding. Selbstverständlich. Also wie qualitativ hochwertig ein Protein aus tierischem Protein ist oder aus pflanzlichem Protein. Da kannst du ziemlich viele Studien nachlesen, dass die tierischen Produkte nicht mal ansatzweise an die Wertigkeit rankommen von vegetarischem Protein. Ah, die sind sogar besser? Viel besser. Krass. Was ist besser? Pflanzliches. Pflanzlich? Ganz sicher. Nein, Tier. Nein. Doch, safe. Ganz sicher. Aber die Bio-Wertigkeit, die ist doch bei Tieren deutlich besser. Allein das Aminosäurenprofil ist auch bei Tieren deutlich besser. Klar. Nein. Oh, ist doch safe. Wir blenden jetzt die Schlägerei, Bruder. Ja, blende mal ein. Blende mal wirklich ein. Also die sind definitiv nicht besser. Okay. Ja, dann habe ich was anderes gehört. Okay. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Süßigkeiten gegessen habe. Also ich ernähre mich ausgiebig fast nur clean. Auch wegen meinem Sport. Ich mache das auf einem sehr professionellen Niveau, würde ich behaupten. Bist du auf Bühne und so? Ja. Krass, heftig. Respekt. Dankeschön. Aber Eis habe ich sehr gerne. Bist du gerade auf Diät oder Aufbau? Aufbau. Das ist meine Aufbauform. Stramme Form, Alter. Für Aufbau. Stell dir vor, du siehst so im Aufbau aus. Ja, krass. Die Karma, ja. Danke. Bitte. Okay, dann danke dir. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter. Ich bin der Daniel, bin 24 Jahre alt aus Frankfurt und bin seit 2 Jahren vegan. Okay. Ey, Daniel. Ja, frag. Warum hast du gerade die Mücke abgeschlagen, die auf deine Schulter gekommen ist? Ey, Mücken machen Körperverletzungen an mir. Ich habe mich nur verteidigt. Und das, du bist vegan? Das hat nichts mit vegan zu tun. Bruder, ich weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Er sieht aber irgendwie voll nett aus. Hi.
Das täuscht, der kommt aus Frankfurt. Können Veganer nicht nett sein? Nein, das war einfach nur ein Side-Fact. Was machst du hier? Ich bin in Vietnam mit meiner Freundin, Jokka, im Urlaub und wir sind jetzt für die 3 Tage extra hierher gekommen. Aber ist das nicht ein bisschen schwierig in Vietnam, sich vegan zu ernähren? Nee, überhaupt nicht, weil die Oma von meiner Freundin lebt streng buddhistisch und dort lebt man halt vegan. Safe. Sie hat die ganze Zeit gekocht, das war für mich gar Was habt ihr so Spaß. Gegessen? Boah, ein Haufen Gemüse, ich weiß die ganzen Namen teilweise gar nicht mehr. Aber das wird doch ziemlich schwer mit der Proteinzufuhr. Nee, überhaupt nicht. Du brauchst einfach nur das richtige vegane Whey mit der richtigen Aminosäurenbilanz, ganz einfach. Machst du Kraftsport oder Kampfsport? Ja, ich mache auch Bodybuilding. Okay, nice, genau. Nice. Und was konkret isst du? Was sind deine Proteinquellen? Also hauptsächlich wirklich veganes Proteinpulver. Also so ein Tag bei mir sieht eigentlich so, wenn ich jetzt zu Hause bin im Aufbau oder in der Diät, ich esse in der Früh erstmal Cream of Rice, also Reispudding. Ganz normal mit veganem Whey, tue ein paar Blaubeeren rein, dazu gibt es eine Laugenstange mit Avocado. Nächste Mahlzeit, ich habe 3 Mahlzeiten, wo ich wirklich Reis, Tofu oder Sojakeimlinge, ich tue immer switchen und esse dazu einfach Gemüse. Nach dem Training gibt es Kellogg's mit Whey. Ja. Genau. Vorm Schlafen gibt es noch von Alpro, die haben so eine Skier-Variante, die vegan ist, auch nochmal mit Obst drin und dann komme ich ungefähr auf meine 260 Gramm Protein. 260 Gramm? Ja, wichtig ist, warum ich nicht 200 Gramm nehme, weil Erbsen- und Reisprotein hat dann nur eine Wertigkeit von 60-70% und da musst du halt auch einfach mehr essen, um auf die Aminosäuren zu kommen. Was sagst du zu der Debatte zwischen den beiden, welches Protein besser ist? Also Fleischprotein ist besser, wenn man es nur vergleicht, 100 Gramm Hähnchen haben 21 Gramm Eiweiß, 0 Gramm Fett, 1 Gramm Kohlenhydrate. Wenn du es mit dem Tofu vergleichst, hast du 13,5 Gramm Eiweiß nur, teilweise 8 bis 15 Gramm Fett, je nachdem, ob da auch noch ein bisschen Kohlenhydrate mit reingespielt werden, ist vom Tofu zu Tofu unterschiedlich. Was sagst du dazu? Er hat Produkte seiner Wahl genommen. Also ich könnte ja auch sagen, okay, vergleiche mir mal die Wertigkeit von Erbsen. Also dann nimm mir doch mal ein veganes Produkt, was auf die Werte von Putenfleisch kommt. Von reinem Putenfleisch, dann nehme ich auch immer wie er, einfach Whey, veganes Whey. Ja, aber so an sich von den Lebensmitteln gibt es nichts Vergleichbares. Was heißt für dich vergleichbar? Also wenn die für dich später dann 3-4% Unterschied machen, dann hast du recht. Aber ich beziehe da nicht nur die Wertigkeit, wie viel Aminosäuren ich tatsächlich aus dem Produkt nehmen kann, sondern zum Beispiel, ja, aus einem reinen Hähnchen hast du recht, kannst du mehr Aminosäuren entziehen. Aber was steckt da noch drin? Was löst dieses Fleisch noch in deinem Körper aus? Definitiv nicht nur gute Sachen. Hast du schon mal irgendwas über Säure gelesen, was die Säure in deinem Körper auslöst, die das Fleisch bekommt? Aber darum ging es ja gerade in der Diskussion. Ja, aber es ist ja das Gleiche. Wertigkeit ist die eine Sache und ich beziehe immer das Gesamtpaket. Du hast einen Vorteil durch die Wertigkeit bei Fleisch, ja, aber um die gesamte Gesundheit darunter mitzubeziehen, kannst du nicht nur die Wertigkeit dazu nehmen. Ja, gesamte Gesundheit und sowas, das ist ein anderes Thema, aber jetzt gerade, wenn wir von der Wertigkeit von Protein und sowas reden, dann macht's. Dann kann man nicht ausschließen, dass. Reine Wertigkeit wahrscheinlich schon, aber auch da. So groß sind die Unterschiede nicht. Aber isst du jeden Tag dein Hähnchen dann mit Reis? Selbstverständlich. Okay. Kannst du ihm das Mikro wieder geben? Selbstverständlich. Wie vegan bist du? Also, wo ist da deine Grenze? Wie vegan soll ich denn für dich sein? Ja, es gibt ja Leute, die sagen so weit wie praktisch. Also, ich kann meine Story gerne erzählen, wenn du sie wissen willst. Ja, safe. Ja, aber easy. Kurz bitte. Kurz bitte? Ja. Okay, alles klar. Also ich war vor ein paar Jahren, das müsste 2020 im August gewesen sein, mit meinen Jungs in Lorette, Abschlussfeier, so man kennt's, waren wir bei KFC, dann haben wir so ein Mixed Bucket bestellt, gell. Ich dachte mir so, ich krieg so ein paar Hot Wings oder so. Nein, die haben mir, also ohne Scheiß, das war ein ganzes Hähnchen. Das Einzige, was gefehlt hat, war der Kopf und die Füße, sonst wurde einfach ein ganzes Hähnchen da frittiert. Durch die Flügel nicht, aber wo du es quasi aufmachen konntest, war der ganze Brustkorb noch drin, teilweise noch Organe und sowas, wo ich mir denke, wie kann man sowas verkaufen? Das hat mich so todes angeekelt. Nach dem Urlaub schon dachte ich mir, ja scheiße, du machst ja Kraftsport und so, du musst ja deine Proteine decken, bin ich erstmal auf die vegetarische Ernährung übergegangen, hab mich lange reingelesen, habe ich halt dann viel Eiklar und sowas gegessen, viel Quark, hab gemerkt, scheiße, ich krieg die ganze Zeit Pickel, Schlafstörungen, mir ging es auch so nicht gut, dauernd Blähbauch. Dann habe ich einen Lebensmittelunverträglichkeitstest gemacht, ein paar Monate später. Da kam dann raus, dass ich sowieso kein Hähnchen und kein Schwein essen kann. Ich bin laktoseintolerant. Super, da bleibt mir halt dann auch wirklich nur noch die vegane Ernährung übrig mit meinem Lifestyle. Und dann bin ich halt auf das Vegane umgestiegen und seitdem fast keine Pickel mehr, keine Schlafstörungen mehr. Mir geht es auch viel besser. Also für meinen Körper war die vegane Ernährung besser, aber so fürs Bodybuilding ist eine fleischliche Ernährung viel besser und ich bin da auch im Nachteil. Digga, wenn jeder Veganer so reden würde, ich wäre schon längst vegan, Digga. Ey, sehr, sehr authentisch, ich glaube dem, ne? Was hältst du von militanten Veganern? Ich weiß gar nicht, was die damit erreichen wollen. So mit so einem Kittel voller Blut in McDonald's reingehen und sagen, dass man Leichenteile isst. Also ich kann es nicht nachvollziehen, auf so eine Art jemanden vegan zu bekommen, ist genau der falsche Weg. Oh. So hast du eher einen Hass auf Veganer und dann, wenn du jemanden sagst, du bist vegan,
dann denkt er, du bist gleich in derselben Schiene wie die militante Veganerin da. Mhm. Man denkt dann, du bist sofort so. Und dann denke ich mir so, ich gehe mit meinen Jungs auch, wenn die Steakhouse gehen, komme ich einfach mit, nimm mit meine Tupperdose mit. Ist mir doch egal, ob die Steak essen oder nicht. Ich muss meine Mahlzeit essen, um meine Gains zu safen, jetzt mal so blöd gesagt, einfach so. Und da juckt mich der soziale Aspekt dann auch nicht so. Was bist du für ein Landsmann? Ich bin halb Italiener und halb Ukrainer. Oh, krass. Spaghetti Mafia! So eine Mischung habe ich noch nie gehört. Ja, sauwild, gell? Heftig. Ja. Richtig wild. Ey, ich könnte gerade meine Hand drauf wetten, ne? Ich könnte meine Hand drauf wetten, dass er nicht vegan ist. Ich könnte mich in den Pool schmeißen, wenn er es nicht ist. Ja? Ja. Okay. 100%. Yeah! Du, Digga, du bietest das aber auch relativ oft an. Vielleicht brauche ich das auch. Ja, low-key bisschen. Okay, dann dank dir. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mit der letzten einmal weiter. Ich bin Valeria, ich bin 26 Jahre alt und ich bin ungefähr seit 3 Jahren vegan. Ich habe keine super fancy Story, das hat einfach im Lockdown angefangen. Kennt es vielleicht, Veganuary. Man fängt an, man probiert es aus, weil es gerade ein Hype ist und dann bin ich einfach dabei geblieben. Was hältst du vom Fleischessern? Finde ich jetzt, ja, finde ich nicht cool. Wer will, kann machen. Habt ihr alle die Einstellung? Was bringt's denn, dagegen zu schießen? Ja, es gibt halt Leute, die schießen dagegen. Und probiert's ein, zwei Mal und dann irgendwann sagt man sich, okay, du kannst die Leute eh nicht umdrehen. Wer Fleisch essen will, wird's machen. Deswegen, was bringt's? Okay, nee, cool. Aber nein, können auch Vegetarier dabei sein? Theoretisch sind Vegetarier keine Veganer. Ja. Das macht das Ganze tricky. Oh, das wäre geisteskrank. Oder es kann ja auch sein, dass sich jemand mehrere Jahre einfach vegan ernährt hat und jetzt Fleisch wieder isst. Kannst du mir das vegane Label beschreiben, wie das aussieht? Welche Farben? Na klar, weiß-grün, das ist ja so ganz normal. Also das ist das Standard-Label. Weiß-grün? Ja. Ist das nicht gelb-grün? Weiß-grün? Nein, das ist grün. Da ist auch gelb dabei, oder? Was sagen die anderen? Grün-gelb. Grün-gelb. Grün-gelb, oder? Ja, ich hab auch gelb im Kopf. Oh, ja. Oh. Aber die antwortet immer sehr, sehr schnell hinten rechts. Ja. Die überzeugt mich schon sehr was, krass. Was sagst du hinten rechts? Grün-gelb. Okay. Aber da ist doch noch, da ist doch noch was drauf. Da ist eine Pflanze drauf. Ah, wer will antworten? Wer weiß es? Es ist ein V mit einem Blättchen dran. Boah, dann haben wir direkt schon mal jemanden, den wir rausbauen können. Ich bin gut, oder? Das war gut. Krass. Das war gut. Das war ehrlich eine gute Frage, ja? Ja. Too late. Das war wirklich gut. Das heißt, wir sind uns einig. Ich glaube, sie hat sich gerade verraten so ein bisschen. Ja. Das heißt, Valeria, du müsstest einmal bitte raus. Also ich habe die Vermutung, dass vorne rechts die Veganerin ist, weil sie gerade sehr authentisch geantwortet hat, fand ich. Ich habe von Anfang an gesagt, sie sieht so aus. Von Anfang an. Also mein Bauchgefühl sagt mir die Mami hinten. Die ist es. Okay, die Mami hinten, das ist die Evelyn, Mutter von 3 Kindern. Bist du Veganerin, bevor du deine Kinder gekriegt hast? Nee. Also ich bin seit 5 Jahren bin ich jetzt Veganerin, meine älteste Tochter ist 8. Also es ist in der Zeit mit meinen Kindern passiert, weil ich einfach dieses Bewusstsein auch entwickelt habe. Ich habe eine wahnsinnige Verantwortung auch für meine Kinder zu tragen und ich will, dass die einfach auch lange auf dieser Welt leben können. Und deswegen war es mir einfach wichtig, dass ich auch ein Stück weit was zu dieser Welt beitrage, damit sie so bleibt, wie sie ist. Und deine Kinder entscheiden wann und ob sie Fisch, Eier oder Fleisch essen möchten? Ich versuche sie dahin zu leiten, dasselbe zu leben wie ich, aber ich kann sie nicht zwingen. Zum Beispiel, meine Eltern sind sehr, sehr christlich. Ich wurde als Kind gezwungen oder es hieß, du musst. Ich bin jetzt mittlerweile auch christlich, aber als Kind fand ich das total scheiße. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich meinen Kindern keinen Druck ausübe. Die dürfen das für sich selber entscheiden, will ich oder will ich nicht. Okay, also rausvoten würde ich beide links. Beide direkt. Also nicht beide, aber auf jeden Fall einen von beiden. Kann ich nochmal mit dem kurdischen Bre reden? Ja. Bruder, wann ist dein Auftritt? Also wann gehst du auf die Bühne? Ich hatte schon mehrere. Also geplant ist dieses Jahr erstmal nichts mehr, weil ich eine längere Aufbauphase hinter mir haben möchte. Ich möchte noch ein bisschen was draufpacken. Vermutlich nächstes Frühjahr. Und wo wohnst du aktuell? Stuttgart. Was ist dein Lieblingsrestaurant in Stuttgart? Ich gehe nicht draußen viel essen. Ich habe es vorhin kurz angedeutet gehabt. Ich esse ausschließlich clean und ich esse ausschließlich zu Hause. Gibt es doch bestimmt ein Restaurant, wo ihr geht. Digga, der hatte direkt ein türkisches Restaurant im Kopf, aber er kann es nicht sagen. Er kann es nicht sagen. Er kann sich aussprechen. Nein, also ich meine, wenn du darauf hinaus möchtest, dass ich jetzt irgendein veganes Restaurant raussuche, ist doch gar nicht nötig. Ein Restaurant heißt ja nicht, dass man da nur Fleisch essen kann oder muss. Weißt du, was ich meine? Du kannst doch irgendwo anders auch ganz normal, also in jedem Restaurant kannst du dich auch vegan ernähren. Also Bruder, du siehst aus wie eine Maschine, wirklich.
Aber für mich, ich glaub ihm nicht, Bruder. Ich glaub ihm auch nicht. Allein, dass er nicht, das wegen der Anfangssache. Ja, ja, ja. Aber er ist Maschine, aber ich glaub ihm nicht, Bruder. Also wollten wir ihn raus, oder was? Ich würde sagen, ja. Ja, okay. Das heißt, hast du echt gut gemacht. Du kennst dich auch echt gut aus, aber du müsstest trotzdem einmal bitte raus. Okay, Sammy, du hast noch was? Bro, gib mal bitte das Mikro an die Veganerin. Hä? Oh shit, Digga! Abo! 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 Ich hab's so gemacht, so. Ich hab mir einen angeschaut. Ja, jetzt hast du mich, Sammy. Sättig ist dir warm? Bruder! Du musst rein! Ja, ich geb mir noch eine Chance. Ja. Fragt erstmal lieber. Weil das ist so eine Fangding, so wo ich mir denke, so auch wenn ich Veganer bin oder nicht Veganer, so auf sowas kann man auch so reinfallen. Das stimmt, das stimmt. Das ist mein Ehrenbottle. So, hey, kämpf, Junge, bitte. Wenn du MPU machst und reingehst zum Beispiel, dann sagen die auch, hast du die Tür zugemacht. Dann machst du auch die Tür zu. Und, ja, oder schaust dich richtig um, wo du es gemacht hast. Und dann nee, denkt er so, er ist geistig nervös, Bruder, gerade. Das ist eine gute Rechtfertigung. Ja. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass die Veganerin eine von den beiden ist. Schwierig, schwierig. Also Bruder, mein Bauchgefühl sagt mir Mitte. Sie ist richtig verantwortungsbewusst. Das gibt sie mir so im Gefühl wieder. Ich denke, es ist die Mitte. Ich denke rechts. Safe rechts. Ich bin Mitte. Nein. Ich bin für rechts. Warte, ich frage, Evelyn, was ist ein Pescetarier? Keine Ahnung, ich bin Veganerin. Jemand, der Fisch isst. Ja. Also Mitte auch raus! Ey, das ist der Leo-Business, Alter! Was hat denn Pescetarier mit Vegetarier? Ja, aber wenn man sich damit auseinandersetzt. Man setzt sich damit auseinander, oder nicht? Ja, aber. Ja, okay. Das ist Real Talk, ja, Real Talk. Ich versuche wirklich, so viel auf Fleisch zu verzichten, wie ich nur kann. Ja. Gerade wenn ich draußen esse, kann ich meistens eh kein Fleisch essen, ja, weil es nicht halal geschlachtet ist. Wie könntest du mich jetzt überzeugen, in 1-2 Sätzen, dass ich Veganer werde? Weil ich bin nicht abgeneigt davon. Hast du selber Kinder? Ja. Ja, wie viele? Eine Tochter. Und was willst du denn für deine Kinder später mal? Willst du, dass die Erde so bleibt, wie sie ist? Möchtest du, dass die auf einem guten Planeten leben? Möchtest du, dass die gesund sind? Klar. Ja, oder? Und klar, das ist meine Aussage. Sag ich, du musst für deine Kinder ja einfach eine vernünftige Zukunft bauen. Und es ist einfach so, dass die Welt dadurch mehr oder weniger kaputt geht. Es wird so krass viel Wasser. Aber das ist keine Rechtfertigung vom Veganer. Nein. Weil bei Veganern geht es auch viel mehr um die Tiere einfach. Es geht auch um die Tiere, natürlich. Das, ja, habe ich ja auch so von der Welt gesprochen. Ja, geht es ja auch. Es geht in erster Linie geht es mir um meine Kinder, dass die eine gute Zukunft hier haben, dass die Erde so bleibt, wie sie ist. Weil ich habe Vertragsverantwortung. Jetzt mal hart gesprochen, aber deinen Kindern wird es ja hier gut gehen. Ja, also selbst wenn deine Kindeskinder und dann noch viel weiter. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ja, aber ich möchte was Gutes zur Welt beitragen, dass es natürlich auch so bleibt. Und dann geht es mir natürlich auch um die Tiere, also definitiv. Ich finde, als Veganer hast du einfach richtig krass vor Augen, was mit den Tieren alles passiert. Ja, definitiv. Ich habe Elefanten tätowiert, ich habe Haustiere, sehr, sehr viele. Ich wohne hier in Thailand, ich habe Straßenhunde aufgenommen, die bei mir daheim leben. Das ist mir auch wirklich wichtig. Ach, du das wohnst Ganze hier in Thailand? Ja, ich lebe hier, ja. Krass, krass, ja, heftig. Aber wenn ich jemanden versuchen würde zu überzeugen, dann würde ich viel mehr auf das Tieresleid gehen. Ja, klar, das kannst du ja auf jeden Fall, also das musst du als Veganerin auch mit dazu nehmen, dass es wichtig ist. Aber ich sag ja, mir geht es in erster Linie darum, dass ich meine Kinder einfach... Ja, das ist aber auch so ein Punkt, Nahim. Ich glaube, das ist, sobald du Mutter bist, trägst du das eine krasse Verantwortung. Sagen. So als Elternteil, das Erste, an was man denkt, wenn du einen... Sind so, deine Kinder. Sind die ist Kinder so. Das ist das über und alles, was ich sag's euch ehrlich, meine Haustiere sind für mich wie meine Kinder. Das ist genauso ein Familienmitglied wie meine Töchter oder mein Sohn. Wie würdest du ihn überzeugen? Also... Wenn du weißt, ihr wisst, wie viele Menschen im Jahr an Herzkrankheiten, an Krebs, an Zucker sterben. Und alle Krankheiten sind nachweislich aufgrund von tierischen Proteinen. Nachweislich. Das sagt jeder Kardiologe, jeder Arzt. Sie wissen das alle. Es geht um Geld. Es geht ums Geld verdienen. Und deswegen wird es nicht publik gemacht. Also ich überzeuge, wenn ich gefragt bin, ich habe es wirklich lange gemacht. Ich habe versucht zu bekehren, weil ich so überzeugt bin, dass die Gesundheit im Vordergrund steht. Aber wenn man sich die Dokus, What the Health, Netflix, Game Changer, Cowspiracy, Seaspiracy anschaut, ihr heult, ihr heult. Ich habe geweint, als ich das gesehen habe. Und auch ich finde es so krass, wenn man sagt, man sieht Hunde in der kleinen Box, die tun mir leid, aber jedes Huhn in Deutschland ist so eingekerchert und kann nichts tun. Das ist schrecklich und bei mir gibt es, wie gesagt, viele Gründe, so zu leben und die Menschen zu überzeugen. Digga, sie ist es. Das hört sich sehr überzeugend an. Sie ist es, Digga. Allein ihre Ausstrahlung, Bro, wie sie das sagt. Ah! Ihr könnt mich in den Pool schmeißen, ich bin raus. Können wir erstmal einen rausholen? Ja, lass erstmal einen rausholen. Ich würde sagen links, oder? Ja, ich bin auch dabei. Okay. Ich würde gerne mein Mikro weitergeben. Ja, du müsstest einmal trotzdem raus.
jetzt chill. Digga. Alter. Ich würde sagen, wir machen bitte schnell. Direkt bitte ganz schnell. Bro, das geht nicht. Also ich bin für rechts. Für rechts. Sie hat mich überzeugt. Sammy? Bruder, ich bin für sie. Warum? Nein, weil sie auf deine Tochter gegangen ist. Das ist das Ding. Sie hat dich emotional. Sie hat dich emotional mitgenommen. Ohne Witz. Eltern verstehen sich. Kinder sind die wichtigsten, Digga. Das ja, ist das Wichtigste. Ey, das ist echt gemein, falls du wirklich Fleischesserin bist, ne? Und ihn jetzt damit so. Ja, mit Eltern verstehen sich. Das finde ich echt dreist. Ich habe von Anfang an gesagt, ihr habt mich ausgelacht. Noch. Ausstrahlung rechts hat's mir gesagt. Und wie sie sich auch gerade um die Libelle oder was. Ja, sie hat nicht draufgetreten. Vielleicht ist er hätte direkt draufgetreten. Ja. Ich wollte sie auch reanimieren und so Mund zu Arsch beatmen. Safe. Und so. Ja. Ich wollte sie wegmachen. Sie hat gesagt, ich mach weg und du so. Du siehst ja gar nichts durch die Kameras. Das hätte genauso ein Skorpion sein können. Den hätte ich jetzt als Veganerin auch nicht angefasst. Skorpion? Oh. Ja, fliegende Skorpione? Ja, nein, aber du, ich hab's ja nur auf dem Boden gesehen. Achso, ich wollte gerade schon sagen, was wir. Hätte auch ein Elefant sein können. Könnte auch. Boeing G7, G7. Und was sagst du denn hier? Ja, ich bin für rechts. Okay. Rechts. Das heißt, die Mehrheit sagt rechts, nur Sammy sagt links. Yes. Ey, dann musst du aber auch in den Pool springen. Nein, Bruder. Deine Wette, zieh mich nicht mit in dein Verderben. Das heißt, wir denken, dass du die Wahrheit sagst. Ja. Und jetzt machen wir die Auflösung. Das heißt, der Richtige tritt da nach vorne oder die Richtige. Und ja, ich bin gespannt, Alter. Ich Let's auch. Go. Richtig. Ich würde dich echt gerne reinschmeißen, ne? Er kommt auch auf den Boden, da war das mit. Ja, Mann. Der Ehrenmann. Okay, let's go. Okay, Jungs, rein. Das war geil, ne? Ja. 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 Fuck, ich kann feiern, Bro. Fuck. Boah, das hat echt gut getan. Einfach nur die Hände reinwerfen. Ich verschwinde, gell? Ich sehr stark, Jungs, sehr stark. Danke, Bruder. Das heißt, ihr alle seid Fleischesser oder was? Tatsächlich ja. Also nein, ich muss echt sagen, ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen jetzt gerade ein bisschen. Ich habe mich auch noch nie so sehr mit dieser Materie beschäftigt wie die letzten zwei Tage. Aber meine Eltern kommen aus Russland. Bei uns besteht alles aus Teig und Fleisch. Oh. Alter, und sie hat einfach semi-emotional. Ja. Es tut mir richtig leid, wirklich. Ohne. Aber das hast du richtig gut gemacht. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, kein Witz. Nein, Quatsch. Also erstmal sorry, aber alles cool, gut, dass ich dich gut überzeugen konnte. Also ich esse ungefähr 600 bis 800 Gramm Fleisch am Tag. Ich wusste es. Aber ich achte immer auf Haltungsform 4, also wirklich komplett. Also auch das wirklich, ich kaufe wirklich das richtig teure auch. Einfach nur fürs Gewissen, ich bin auch so eigentlich schon sehr tierlieb. Was mit dem, Bruder? Du isst doch bestimmt jeden Tag Gusch, du Berinch. Auf jeden Fall, also ich esse ziemlich viel Fleisch aktuell. Es ist schon machbar, dennoch, ich weiß, dass es machbar ist, aber es ist 100-mal schwieriger, als wenn man das vegan machen müsste. Genau, ja, ihr habt es auch richtig erkannt. Es war echt gemein mit dem Logo, muss ich sagen. Ich war mir sicher, es war weiß-grün. Du hast zwei Sätze gesagt oder so. Nein, ich bin auch selber Wettkampfathletin. Ich kann eigentlich gar nicht ohne Fleisch meine Prep durchziehen, deswegen. Seid ihr beiden ein Team? Ja, gell, ich hab's von euren Augen gesehen. Ja, also wir machen das auch gemeinsam, die Wettkampfvorbereitungen, deswegen. Cool. Sind wir auch beide Fleischesser. Okay, nice. Dann vielleicht nochmal das Mikro der Hauptkandidatin geben. Jetzt kommt richtig die Veggie-Power. Jetzt kommt die Veggie-Power, ja. Also einmal möchte ich kurz sagen, der stärkste Mann der Welt ist Veganer.
zu dem Thema, dass zu wenig Proteine in dem Gemüse ist. Okay. Ja, die stärksten Tiere der Welt sind vegan. Elefant, Wale und was es nicht so alles gibt. Und ich glaube, wir machen die Welt ein bisschen besser und ich möchte kein Tierleid sehen. Das ist eigentlich alles. Und möchte gesund bleiben und weiterhin gesund sein. Und ich bin aber keine Hardcore-Veganerin, die Leute versucht umzukrempeln. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich finde auch, wie du richtigerweise sagtest, man lebt das vor. Dadurch überzeugt man und das ist alles. Jeder muss selbst entscheiden, ob er gesund sein will oder tierlieb oder was auch immer. Sehr gut. Krass, ja. Alright, dann dankt euch allen fürs Mitmachen. Dankt euch Jungs fürs Mitmachen. Danke für die Einladung. Wir lagen richtig. Ich werde jetzt einen Monat vegan. Ernsthaft? Ich probiere das. Ich schwör's dir. Ich versuche einen Monat vegan zu bleiben. Hand drauf. Stark. Nee, vegetarisch. Lass mal vegetarisch machen. Nee. Vegan. Ich versuch's vegetarisch erstmal. Weil das kann ich versprechen. Okay, wenn ihr noch was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Also ich bin, wie gesagt, Musikerin, E-Gaggerin, werde auf vielen großen Events gebucht, wofür ich sehr dankbar bin. Bin aktuell in Thailand unterwegs und auch hier und da zu sehen. Und ihr findet mich bei Instagram unter Daniela G. Weilen. Danke fürs Dabeisein. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ihr dürft mir sehr, sehr gerne auf Instagram folgen, wenn euch Travel, Mom Life und aber auch ein eigenständiges Beauty-Business interessiert. Evelyn.sittek. Also ich habe vor kurzem Online-Fitness-Coaching gestartet und ich bin auch hier, um mich quasi auf dieser Plattform mich zu vermarkten. Wenn du gescheit Muskeln aufbauen willst oder Gewicht verlieren willst, für alle, egal ob vegetarisch, veganer Fleischesser, kannst du mir gerne bei Instagram schreiben. Da heiße ich DanielGanji_77. Also als allererstes möchte ich vielen, vielen Dank sagen, dass wir hier dabei sein durften. Wenn ihr Bock habt auf einen richtig geilen Fitnesskanal, wenn ihr sehen möchtet, wie richtige Zusammenarbeit funktioniert, wenn ihr einen Ernährungstrainingsplan, egal was braucht, sei es sogar die vegane Ernährungsform, ihr habt sie, glaube ich, gerade gehört, Wissen ist auf jeden Fall vorhanden, dann könnt ihr sehr gerne auf unserer Instagram-Seite vorbeischauen, couplespirit_. Alright, dann war es das gewesen mit dem Video. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank euch Jungs. Traut euch nicht mehr hinzusetzen, oder was? Nein, so viel Käfer, das ist unglaublich, ja? Alright, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.